Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts. Ja, in der letzten Episode haben wir Sephiroth besiegt und unsere letzte Herausforderung befindet sich hier in diesem Portal. Dieser Kampf war auch nicht in der Original Kingdom Hearts Version. Dieser hier ist Final Mix exklusiv, von daher freut euch auf diesen Kampf, denn während zwar nicht der schwerste Kampf im Spiel ist, es ist einer der coolsten. Denn es ist nochmal so ein kleiner Zusatz und ein kleiner... Wow, wow, wow. Hier müsstet ihr... Das sind sehr, sehr, sehr viele Zeilen aus dem ganzen Spiel. Wenn ihr hier das Video pausiert, könnt ihr die auch alle lesen. Ansonsten ist auch die einzige Final Mix Cutscene mit... Mit gesprochenem Dialog. Der Name klingt vertraut. Du erinnerst mich an ihn. An wen? What's that supposed to mean? Was das bedeutet, auch das erfahren wir erst im zweiten Teil. Dann macht das dann auch ein bisschen mehr Sinn. Ansonsten startet nun einer der coolsten Kämpfe in der Reihe. Soll heißen, du bist nicht ganz. Auch die Musik und alles. Du bist unvollständig. Erlaube mir. Stärke zu testen. Und damit beginnt der Kampf gegen den mysteriösen Unbekannten. Wenn ihr euch seine Angriffsmuster anseht, sollten euch seine Angriffe eigentlich auch schon leicht bekannt vorkommen. Denn der gute Herr benutzt Angriffe von einer gewissen Person aus Kingdom Hearts 2. Und... Ach shit, ich hab Gravi gar nicht auf Shortcut. Denn der gute Herr ist anfällig auf Graviga. Und damit könnt ihr ihm dann richtig schön eine verpassen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit... Die meisten seiner Angriffe könnt ihr nämlich blocken. Jetzt haben wir schon ein paar Kugeln. Könnt ihr also mit Angriffsspam eigentlich schon relativ gut gegen vorgehen? Und damit haben wir wieder, zum zweiten Mal eine sehr lästige Attacke von ihm unterbrochen. Sehr gut nämlich, denn die kann uns, da können wir nämlich ein Riesenproblem kriegen. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Hier müssen wir jetzt versuchen, Befreien zu erreichen. Au. Damit haben wir befreit. Und wir sind noch nicht gestorben, das ist gut. Denn ansonsten hätten wir jetzt Naseweiß verloren.
Okay. Okay, vorsichtig. Muss man ein bisschen aufpassen mit seinen... wegen seinen Kugeln. Es ist leicht schwierig, den... Okay. Ah, ja, der ist natürlich... Ich glaube, er ist immun. Und hat er mich schon wieder erwischt. Raus da. Ihr müsst hier eigentlich nur ein bisschen geduldig sein. Dann geht das eigentlich. Und jetzt haben wir ihn mal wieder erwischt. Okay. Vorsicht vor der Attacke. Die ist ein Ticken gefährlich. Mit seinen Lasern. Da er ziemlich gut ist im Zielen, aber... mit der richtigen... Okay, wir müssen... Jetzt wird es noch gefährlicher, da seine Kugeln... in anderen Zeit. Einen anderen Zeitrahmen einnehmen, aber. Ach komm! Habe ich schon wieder erwischt damit. Ach komm, da war ich zu langsam. Oh fuck! Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Kannst du mal befreien? Ne, ich bin tot. Komm schon! Ich habe so oft gedrückt und es ging nicht. Und das auch nur so knapp. Naja, gut. Man kann nämlich leider auch nicht heilen während der Sache. Und unfair ist, man muss trotzdem ausweichen seinen Angriffen und in Bewegung bleiben. Und nebenbei auch noch versuchen, da rauszukommen. Ich glaube, das ist... Ne, meine ganzen Items sind natürlich weg. Das ist besser, wenn ich den Spielstand neu lade, damit ich meine Items wieder habe. Und dann probieren wir das nochmal. Das war unfair. Eine andere Sache, die ich vielleicht noch tun sollte, bevor ich reingehe, ist Gravitas auf Shortcut zu legen, damit ich das nicht immer aus dem Menü benutzen muss. Das habe ich vergessen. Das könnte sogar noch einfacher den Kampf machen. Graviga? Speichern wir nochmal. Und dann haben wir dem guten Jungen jetzt aber wirklich die Gesichtskante kaputt. Der wird jetzt kaputt gemacht. Das mit dem... Es ist unfair. Die Attacke ist wirklich gemein. Sein Gefangennehmen. Er erinnert auch ein bisschen an dieselbe Attacke von ihm aus dem zweiten Teil. Nur, da seid ihr ein bisschen mächtiger und könnt euch wesentlich einfacher befreien. Aber gut. Nein, 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 nein. Jetzt sollte vielleicht mal Naso was beschwören. Die kümmert sich nämlich darum, dass ich nicht so einfach sterbe. Und dieses Mal muss ich gucken, dass ich dann... dass ich auch wirklich nicht so einfach sterbe. Bling! Und dann geht das. So war das. Und dann haben wir auch das wieder geschafft. Ach komm schon, das wieder. Es ist unfair. Kannst du das mal... Ich kann nicht... Ja, ne, toll. Ja, jetzt ist Naso... Ne, Naso, was ist noch da? Oder? Ja, Naso, was ist noch da? Force.
Okay. Das war gut bisher. Und schon wieder die Attacke. Ich mag sie nicht. Kannst du mich mal rauslassen aus der Attacke? Ist sie noch da? Ja, sie ist noch da. Donald. Okay, das war gut. Okay, das war gut. Dann gehe ich hier mehr wieder ein bisschen voll. Ach komm! Ich bin raus. Ja, okay. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht nochmal rauskommen. Das Problem ist, dass die beiden... Jetzt muss ich mich nämlich selber am Leben halten. Okay. Okay, die Attacke. Ich hab, da ich Naseweiß jetzt verloren habe, dafür meine Limit Moves zurückgewonnen. Ich kann jetzt Tomahawk einsetzen, wenn es denn sein muss. Was zieht denn das ab? Ja, das geht. Damit kann ich nämlich seine Attacke auch verhindern. Damit könnte ich dich vielleicht besiegen. Ich habe ihn. Und damit ist er weg. Tschüss. Hier belebe ich Namen fügen. Sorry. Ich glaube, da der die... Naja, jetzt ist zu spät. Egal. Der mysteriöse Unbekannte. Muss ich... Nee, ich werde da draus editieren. Diesen Spoiler, den ich eigentlich nicht im Spiel haben will. Ich meine, die meisten Leute wissen wahrscheinlich, wer es ist. Beeindruckend. Aber für die, die es nicht wissen und die der Story folgen wollen, für die will ich den Typen nicht spoilern. Okay. Ich hab dich gerade noch geprügelt. Warum geht's jetzt nicht mehr? Das übersteppt dein Verständnis. Noch. Bis wir uns wiedersehen. Wait, what are you? Ich bin... Weg? Ja, weg. Ach ja, na gut. Nur eine leere Hülle. Okay. Du bist nur eine leere Hülle. Alles klar. Na gut, dann haben wir jetzt die leere Hülle besiegt. Und wir erhalten eine EXP-Kette. Und den 13. Ansem-Bericht. Die EXP-Kette erlaubt es uns jetzt, Goofy komplett auszuballern. Mit dem letzten EXP-Item. Oh, AP steigen geringfügig. Sehr cool. Damit haben wir die vollen 100% extra Erfahrung. Kriegen jetzt also das Doppelte an Erfahrung von jedem Gegner. Damit könnt ihr jetzt auch Level grinden gehen, wie die Wahnsinnigen. Aber ansonsten, wir haben den mysteriösen Unbekannten erledigt. Wir haben also dementsprechend, müssten wir eine Sektion im Tagebuch fertig haben, und zwar die Charaktere. Und die Anzimberichte, genau. Coole Sache. Und zwar haben wir hier erstmal den mysteriösen Unbekannten. Eine mysteriöse Figur, die in Hollow Bastion aufgetaucht ist.
Mushu. Naja, gut, da ist natürlich ein Haufen Zeug drin, was ich noch nicht gezeigt habe. Polaros natürlich. Granitart. Mhm. Hier haben wir den guten Hades. Und den guten Granitos. Alter, das ist eine fette Sau. und Mushu. Ich glaube, ich habe den auch schon mal eingesetzt. Ich weiß es gar nicht sicher. Ansonsten Sephiroth. Ach Gott, was ein Kampf. Ja, dann haben wir alle Charaktere. Damit haben wir die Handlung komplett beendet. Und damit haben wir alle Anzimberichte. Und wir könnten die eigentlich mal lesen. Das wird jetzt ein längerer Part. Wenn ihr die, wenn euch die Anzimberichte nicht interessieren, dann könnt ihr den Part jetzt hier auch beenden, weil ich werde jetzt noch, die Anzimberichte kurz lesen. Und für die Leute, die jetzt abschalten, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und für alle anderen, die sich das die Story interessiert, hier der erste Anzimbericht. Mein Leben opferte ich der Wissenschaft. Nur um den heißen Wissensdurst zu stillen, der mich innerlich zerriss. Eine neue Erkenntnis war ein himmlisches Gesöff, das mir sanft die Kehle hinunterfloss. Mein Wissen sollte den Frieden auf dieser Welt für immer wahren und niemand soll meine Absichten je hinterfragen. Das Volk nennt mich weise. Und doch gibt es Wissen, zu dem der Zugang mir verwehrt ist. Ein finsterer Ort, in dem das Dunkle schlummert, findet man in jedem Herzen. Und sei es noch so rein und sauber. Was mag der Auslöser dafür sein, dass diese schwarzen Flecken zu einem üblen Geschwulz heranwächst, das mit beängstigender Geschwindigkeit das Licht rein erstickt? Viel zu oft schon musste ich mit ansehen, wie das Dunkle die Oberhand gewinnt und dem Licht das Leben aussaugt. Finsternis, Dunkelheit. Sie sind der Vergänglichkeit unterlegen? Sind sie der Vergänglichkeit unterlegen? Oder wären sie gar ewig? Als Regent dieser kleinen Welt obliegt es mir, das in Erfahrung zu bringen. Damit ihnen Einhalt geboten wird, bevor sie diese Welt mit ihrer Schwärze überschatten und den Frieden gefährden. Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, die auf ihre Gegenwart Gelegenheit lauert. Ihre wahre Gestalt gilt es zu offenbaren. Bei Zeiten werde ich verschiedene Experimente durchführen. Versuch Nummer 1. Extraktion des Dunklen aus dem menschlichen Herzen. Versuch Nummer 2. Implantation in ein reines und unbeschmutztes Herz. Versuch Nummer 3. Repression und Züchtung. Doch als ich Hand anlegte an das Herz der Versuchsperson, zerfiel es wie ausgebranntes Holz, das zu brüchiger Asche wurde. Selbiges Phänomen trat bei Probanden mit starker Willenskraft und starkem Herzen auf. Ihre Herzen sind zu schwach und zerbrechlich. All meine Behandlungen scheiterten. Ihre Herzen sind verloren. Für immer. Doch niemand darf sie je zu Gesicht bekommen. In den unterirdischen Kerkern sollen sie ihr Dasein fristen. Einige Zeit später entdeckte ich merkwürdige Existenzen in den unterirdischen Verließen. Woher stammten diese schwarzen Lebewesen? Wenn sie tatsächlich Lebewesen sind, gebärte sie die Dunkelheit? Oder sind es die jämmerlichen Schatten derjenigen, die ihr Herz verloren haben? Die Schatten, die sich in den unterirdischen Verließen in der Dunkelheit wenden. Abkömmlinge derer, die ihre Herzen vergeudeten. Gar die materialisierte Dunkelheit ihrer Herzen? Antworten. Sicher ist, dass ihnen jegliche Form der Emotion fehlt und sie keinerlei Anzeichen von Gefühlen zeigen. Vermutlich steht das Rätsel ihrer Existenz im Zusammenhang mit dem Geheimnis der Herzen. Weitere gründlichere Untersuchungen sind erforderlich. An Proben wird es mir wohl nicht fehlen. Ihre Anzahl steigt explosiv. Es bedarf eines besonderen Namens, um diese Kreaturen zu bezeichnen. Verloren sind ihre Herzen in der Dunkelheit. Ein Leben ohne Herz. Ihr besitzt kein Herz und ihr seid herzlos. So taufe ich euch auf den Namen Herzlose. Es scheinen immer mehr Gruppen zu erscheinen und ihre Anzahl steigt rapide. Sie besitzen eine Vorliebe für alles Lebende. Totes scheint sie nicht zu interessieren. Der lebenden Probe wird etwas ausgesaugt, wodurch sich die Herzlosen weiter vermehren. Die Probe löst sich danach in Luft aus. Was ist es, was sie der Probe entnehmen? Ich vermute es, dass sie die Herzen ihrer Opfer aufsaugen. Dort, wo die Menschen ihre Herzen verloren und vergessen haben, erblickten sie die Dunkelheit der Welt und ernähren sich von den Herzen der noch Lebenden. Wie, ist noch unklar. Ich brauche Beweise, die meine Hypothese stützen. Ich werde sie mit noch mehr lebenden Herzen füttern. Ich muss noch mehr über ihr Verhaltensmuster in Erfahrung bringen. Zwar sind sie emotionslos, scheinen dennoch intelligente Lebewesen zu sein. Ihre Kommunikationsweise ist mir noch unklar. Manchmal denke ich, sie sind das, wonach ich jahrelang vergebens gesucht habe. Das Dunkle selbst, das in so vielen Herzen schlummert. Ich isolierte einen Herzlosen und beobachtete ihn. Mit seinen fühlerähnlichen Rezeptoren schien er schon bald etwas zu wittern und er drang zielstrebig ins Schloss hervor. Im Innersten des Schlosses angekommen, bewegte er sich plötzlich wild.
bewegte er plötzlich wie wild seine beiden Rezeptoren und aus dem Nichts trat eine Tür in Erscheinung. Wie hätte ich je auch nur annehmen können, dass sich solch eine Tür in meinen Gemächern verborgen hält? Ein großes Schlüsselloch war zu sehen. Die Tür ließe sich ohne weiteres öffnen. Noch immer kann ich nicht begreifen, was meine Augen dort sahen. Eine gigantische, energiegeladene Masse. Ich wage nicht daran zu denken, was es sein könnte. In dieser Nacht konnte ich eine Vielzahl von Sternschnuppen beobachten, die den Himmel schmückten. Ein Geschenk zu meiner triumphalen Entdeckung? Oder stehen sie sogar im Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür? Hinter der Tür, die der Herzlose zum Vorschein brachte, befand sich eine große, gewaltige, energiegeladene Masse. War dies mein Ziel? Zumindest gehe ich davon aus. Um was für eine Form der Energie handelt es sich? Ich stelle basierend auf dem Verhalten des Herzlosen eine gewagte Theorie auf. Die Herzlosen. Ihre einzige Nahrungsquelle sind die lebenden Herzen. Diese gigantische Energiemasse könnte ebenfalls ein Herz sein. Nur wessen Herz ist es? Ist es das Herz der Welt? Beweisen kann ich es nicht, aber die unglaubliche Kraft, die von dieser Masse ausging, ist mir Beweis genug. Ich habe das Herz der Welt gefunden. Nicht nur die Herzen der lebenden Menschen wollen die Herzlosen fressen. Selbst das Herz der Welt wollen sie... ihr Herz entreißen. Vermutlich ist es das eigentliche Ziel, das die Herzlosen verfolgen. Was würde dann passieren? Die Konsequenzen wären unabsehbar. Was ist ihre Absicht? Die vermeintlichen Sternschnuppen, die ich vor kurzem beobachtete. Einige davon fielen mir in die Hände. Sie üben eine seltsame Anziehungskraft aus. Ich werde sie untersuchen. Ihr Material ist mir völlig fremd. Sie haften aneinander, wenn man sie nur leicht zusammenhält. In keiner Literatur ist von solch einem Material die Rede. Ob das Öffnen der Tür mit dem Herabfallen dieser merkwürdigen Steine geführt hat? Ob in dieser unendlichen Weite, die diese Welt umgibt, viele solcher Steine umherschwirren? Wie gerne würde ich gen nächtlichen Himmel fliegen, um die Wahrheit zu erfahren. Hinter diesem dunklen, mächtigen Firmament muss es doch noch andere Welten geben. Meine Neugierde zerreißt mich. Aber ich sollte mich von solch unwissenschaftlichen Träumereien abwenden. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, diese Welt zu verlassen. Ich und all die hier leben sind Gefangene dieser kleinen Welt. Dass die Herzlosen in engem Zusammenhang mit den Herzen stehen, liegt auf der Hand. Durch eingehende Untersuchungen sollte es mir möglich sein, ihr Wesen näher zu bestimmen, ihre Absichten auszumachen und gleichzeitig Einblick in das komplexe Konstrukt eines Herzens zu erhalten. Ich entwickelte ein Gerät, mit dem sich Herzlose künstlich herstellen ließen. Die verlorenen Herzen meiner Versuchspersonen führten zur Autogenese der Herzlosen. Ich wandte also dasselbe Prinzip an, um sie künstlich herzustellen. Dafür verwendete ich mein neu entwickeltes Gerät. Zunächst erschuf ich einen Prototypen. Die Herstellung verlief reibungslos. Weitere Verbesserungen sollten es ermöglichen, aus dem Nichts auch ohne einen Herzlosen zu erzeugen. Es ließen sich keinerlei Unterschiede zwischen dem künstlichen Herzlosen und seinem natürlichen Artgenossen ausmachen. Doch sollte ich beide streng voneinander trennen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Der künstliche Herzlose solle ein Kennzeichen zur Erkennung tragen. Das erklärt auch übrigens, warum es die reinen Herzlosen wie die Schattenlurche und so weiter gibt. Und die markierten Herzlosen wie Soldaten und so weiter. Diese sind also künstlich erschaffen worden, während Schattenlurche reine Herzlose sind, die aus der Dunkelheit geboren sind. Das wird auch in späteren Spielen noch genauer aufgegriffen. Da werden diese als reine und als Emblem Herzlose bezeichnet. Dazu aber mehr in späteren Spielen. Etwas Unglaubliches ist vorgefallen. Ich hatte einen Besuch aus einer anderen Welt. Ein König. Er reiste auf einem Schiff, das aus demselben Material wie die Sternschnuppen bestand. Gummisteine hat er sie genannt. Die von mir geöffnete Tür ermöglichte nun das Reisen zwischen den Welten, sagte er. Er sprach von vielerlei Dingen. Dingen, von denen ich noch nie gehört hatte. Von einem Schlüsselschwert war die Rede. Ein Schlüssel, der Legende nach eine besondere Kraft besaß. Einen Helden soll es gegeben haben, dem das Schlüsselschwert vermacht ward. Erlösung und Chaos brachte er über die Welt. Was hat es mit diesem dubiosen Schlüsselschwert auf sich? Schlüssel, die Macht zu öffnen und den Zugang zu erhalten. Zweifelsohne besteht ein Zusammenhang zu meiner gefundenen Tür. So wie die Menschen ein Herz besitzen, hat auch die Welt ihr eigenes Herz. Alle Welten an diesem Sternenhimmel haben ein Herz, zu dem Zugang erhält, sobald sich die Tür dorthin geöffnet hat. Auf diese Herzen haben es die Herzlosen abgesehen. Die Herzlosen. Entstanden aus der Dunkelheit der Herzen. Es dürstet sie nach immer größeren Herzen. Es ist alles so einleuchtend. Ausgeburten der schwarzen Herzen. Das Herz ist die Wiege der Dunkelheit. In der Tiefe der Herzen herrscht die Dunkelheit. Und mit ihr die Herzlosen. Jedoch fehlt mir die Gewissheit. Die Ungewissheit nagt an meinem Herzen. Ich muss es wissen. Die Wahrheit über die Herzen. Das Herz der Welt muss ich berühren, um Gewissheit zu erlangen. Um mich von dem räudigen Ungewissenheit auf Ewigkeit zu trennen. Das einzigartige Schlüsselschwert und seinen Helden gilt es zu finden. Und die Prinzessinnen. Doch zu zerbrechlich ist mein Körper, um das Geheimnis der Dunkelheit zu erfahren. Ich muss es tun, mich meines Körpers entledigen, um einzutauchen in die Tiefe der Dunkelheit. Ja,
Anson wurde immer wahnsinniger, man merkt das schon. Wenn man die Tür zum Herzen einer Welt öffnet, stürzen ihre Wände ein. Die Fragmente sieht man als Sternschnuppen. Das erklärt, warum diese Gummisteine sich frei zwischen den Welten reisen können. Ich kenne den Auslöser des Kollapses. Das Erscheinen der Herzlosen. Jedoch erfordert es Zeit, die Türen der Welten zu suchen und das Herz aufzuspüren. Außerdem können die Türen mit einem Schlüsselschwert verschlossen werden, wodurch das Herz für immer unerreichbar wird. Ich muss handeln, bevor der Träger des Schlüssels in dieser Welt erscheint. Wenn die Prinzessin und das Schlüsselschwert verbunden sind, sollten sie resonieren. Ich habe ein Mädchen ausgewählt. Ich weiß nicht, ob sie über die Macht der Prinzessin verfügt, aber ich werde es herausfinden. Sie kann mich vielleicht zum Schlüsselträger führen. Ich werde sie befreien und beobachten. Ja, Leute, das ist einer der ersten neuen Berichte von Anthem. Und ja, ihr erfahrt hier schon, ein Mädchen in einer Welt, die auf einem neuen Planeten gelandet ist, um zum Schlüsselträger zu kommen. Muss ich noch mehr sagen? Kairi! Der Körper ist fort. Das Herz sollte nun zu den Herzlosen zurückgekehrt sein. Doch bis jetzt nichts. Es ist anders als alle anderen. Die Erinnerungen sind erhalten geblieben. Und es hat sich noch nicht in einen Herzlosen verwandelt. Die Situation muss beobachtet werden. Viel liegt noch im Dunkeln. Um zur dunklen Seite zu gelangen, muss man durch die Tür von Kingdom Hearts schreiten. Der Ort, an dem sich die Herzen der Welten verbinden. Jenseits der Welt liegt ein Ort, an dem die Dunkelheit regiert. Details in einem separaten Bericht. Es gibt viele von uns unbekannte Welten. Die Welt, in der wir leben, das Reich der Dunkelheit, das Reich des Lichts und die Welt dazwischen. Wo liegt das wahre Nirvana? Nirvana ist eine Band. Aber gut. Wohin verschwindet der Körper, wenn er sich vom Herz trennt? Wenn die Seele im Körper zurückbleibt, wird er noch immer als verstorben angesehen? Und das Herz zu den Herzlosen zurückkehrt, verschwindet dann die physische Gestalt? Aber das trifft nur auf diese Welt zu. Vielleicht existiert der Körper in einer anderen Gestalt, in einer anderen Welt. Wenn das der Fall ist, ist es möglich, dass jemand in zwei verschiedenen Welten existieren kann? Ein Wesen ohne Dunkelheit und ohne Licht. Nirgends zugehörig. Von seinem Herz verlassen. Eine bloße Hülle eines verborgenen, seines vorigen Selbst. Die Relation zwischen Herz und Körper ist komplex. Ich bin mir jedoch sicher, dass deine Existenz hier per Definition die wahre Existenz des anderen Selbst ausschließt. Die andere, der nicht existiert, soll niemand genannt werden. Das ist auch nochmal eine wunderbare Anspielung an Kingdom Hearts 2, daran, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt doch schon sehr viel über Anthem erfahren, wie er wahnsinnig wurde, wie er wirklich seinen Verstand verloren hat und versucht hat, eben seinen Körper loszuwerden. Aber was wir auch erfahren haben, und das finde ich doch sehr interessant, eine Sache, die in Kingdom Hearts 1 so nicht verfügbar war, Anthem hat sich seines Körpers entledigt und ist dadurch zu einem Herzlosen geworden. Besser gesagt, er hat nur seinen Körper entledigt. Sein Herz war einfach nur rein. Darum braucht er auch einen Körper, um zu einem neuen, mächtigeren Wesen zu werden. Darum hat er Riku den Körper gestohlen. Interessant ist aber, was wir gerade erfahren haben, ist, der Körper von Anthem, der lebt noch. Oder zumindest, er ist irgendwie anders. Er ist nicht verschwunden, er hat sich nicht aufgelöst, er hat sich in irgendwas anderes verwandelt. Was es mit dem Körper von Anthem auf sich hat und wie das alles weitergeht, das erfahrt ihr noch lange nicht. Denn zwischen der Auflösung dieses Rätsels liegen zwei Spiele. Ich werde jetzt im nächsten Part noch den Hades Cup gegen die Zeit gewinnen. Und dann werden wir auch das Let's Play beenden. Storytechnisch und Bosse und Endgame und so weiter haben wir jetzt eigentlich alles erledigt. Das Einzige, was es noch zu tun gilt, ist es, wären die Gummischiff-Missionen und die werde ich nicht machen. Einfach weil es sich nicht wirklich lohnt und die machen auch nicht wirklich Spaß. Ich kann es aber gerne noch zeigen, wenn ihr wollt. Und zwar besitzt jede Welt eine eigene Gummimission. Ich nehme jetzt einfach die nächstbeste und zwar hier. Mit Dreieck können wir die Gummijet-Mission lesen und wir sehen jetzt hier das Ende der Welt. Wir sind auf Final Mix stolz. Oh, Übersetzungsteam. Ernsthaft. Na gut. Hier ist die Mission. Überlebenstraining. Nutze zwei oder weniger Gummisteine und komme an, ohne Schaden zu nehmen oder zu bremsen. Ihr seht also schon, diese Missionen sind kaputt. Das ist einfach nur wahnsinnig. Und das ist die erste übrigens. Es gibt auch einfachere Missionen, wie hier zum Beispiel bei Hollow Bastion. Die erste erhalte 80 oder mehr. Fliege von der Arena des Olymps los und sammle mehr als 30 Schutzschildblöcke.
Also ich sehe, ich meine, es gibt genug, die auch nicht wirklich so schwer sind. Hier alle. Eine Handvoll von denen habe ich eh schon gemacht. Ich sehe auch gerade, ich habe auch hier die zweite schon gemacht. Interessant. Nee, doch nicht. Ich habe sie nur freigeschaltet. Das ist eine Rang 2 Mission. Gemacht habe ich die erste. Hier haben wir gar nichts gemacht. Nichts, nichts. Zerstörung für Profis. Erhalte 330 oder mehr Punkte. Sammle 10 oder mehr Schildblöcke. Sammle irgendwas. Ich habe es schon abgeschlossen. Einfach fliegen und schießen. Zerstöre 220 oder mehr Schiffe des Gegners, ohne zu bremsen. Okay, danke schön. Fliege von Atlantica los, nur mit Blitzgummi als Waffe. Zerstöre 150 oder mehr Schilde des Gegners. Schiffe des Gegners. Fliege vom Nimmerland los, nur mit Ultima-Gummi als Waffe. Zerstöre 130 oder mehr Schiffe des Gegners. Also ihr seht, einige von diesen Missionen sind asozial schwer. Die haben... Das ist einfach nur krank. Aber von daher werde ich das auch nicht machen. Das, es lohnt sich auch nicht. Ihr kriegt dafür ein paar Gummischiff-Baupläne. Ein paar davon sehen auch sehr cool aus. Aber es hat an sich ansonsten überhaupt keinen Nutzen. Außer... Ja, wenn ihr die Zeit dafür aufbringen wollt. Oder wenn es euch Spaß macht. Ich meine, ich bin an und für sich... Ich mag eigentlich das Gummischiff-System in Kingdom Hearts 1. Weil ihr halt einfach Teile sammelt während der Mission und damit euer eigenes Schiff verbessern könnt. Und dann... mit den verbesserten Schiffen weiterfliegen und bessere Sachen sammeln, Schiff immer weiter verbessern, immer ein cooleres Schiff bauen. Das ist alles cool und schön, schön und recht, aber die Missionen sind einfach nur übertrieben. Darum werde ich die auch nicht machen, also das werdet ihr in diesem LP leider nicht sehen. Ich hoffe, dass es irgendjemanden gibt auf YouTube, der das mal gemacht hat, aber leider nicht ich. Wie gesagt, im nächsten Part oder in den nächsten zwei Parts, ich weiß es noch nicht, ich denke, ich werde das alles in einem Stück aufnehmen und dann einfach als einen Part hochladen. Der wird dann eine ziemliche Überlänge haben. Ich meine, der hat auch eine ziemliche Überlänge. Da werden wir uns um den Hades Cup im Zeitangriff kümmern. Und wenn wir das erledigt haben, dann sind wir durch mit Kingdom Hearts und werden wir uns um ein anderes Spiel widmen. Ich werde jetzt allerdings, wie gesagt, hier die Episode beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir wieder Kingdom Hearts zocken. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.